Möchtest du nicht? Ja, möchte ich. Eine Höhle. Eine Pilsif-Serie von Schallquapp. Hier lang? Oh, Klimunkel, hallo. Was trainieren wir denn jetzt erstmal? Ich glaube, ein bisschen Gewissheit ist, glaube ich, gegen Klimunkel echt doof. Bisschen Drachenwut einsetzen. Alter. Guter Damage im Olga. Es war eins nicer Damage. So. Hallo? Neuer Raum vielleicht mal? Klimunkel, Drachenwut. Und nochmal Drachenwut. Hä? Okay, da kommen wir nicht zu einem neuen Raum. Hier kommen wir auch nur nach unten, ne? Alter. Der Doppelhieb-Damage ist schon nett. Drachenwut. Hoho. Ruckzucki wurde aufpoliert, okay. Ist jetzt Level abgekommen? Oder... Achso, Ruckzucki? Ne, noch nicht ganz, okay. Muss noch eine Leiste vollkriegen, dann ist es Level up. Alles klar. Alles klar. Oh, ein Kraftband. Oh, das ist natürlich... Oh, das ist eigentlich... Nee. Für wen ist das gut? Alter, Flapterix, komm jetzt her hier. Danke. Komm, Drachenwut ist fast aufpoliert. Bald ist Drachenwut... Ach, ist es schon in der nächsten Leiste? Okay. Komm, wir machen Drachenwut jetzt Level 2, glaube ich, bald. Erstmal. Oh. Ja, okay, dann mach du. Teddy, komm, mach du. Nice. Also diese... Was waren das? Strawickel. Die geben irgendwie echt nichts an Erfahrungspunkten. Was haben wir gerade bekommen? Jetzt komm noch her. Okay, oder auch nicht. Die Molga besiegt es einfach, alles klar. So, wir hatten hier unten noch so ein Feld, oder? Nee, hatten wir nicht. Verdammt. Wollten wir denn so ein Feld? Letzte Ebene, ne? Oh. Das ist bei den Dungeons ätzend. Dass du so viele Kurven hast, sag ich mal. Also so viele Knicke. Also was heißt ätzend, aber es ist halt anders. So, Gewissheit. Yeah. Drachenwut. Drachenwut. Hier, diese, meine ich. Hier, die Ecken. Die ganze Zeit. Hin und her. Ecken. Ätzend. Und Drachenwut. Wir kriegen das auf dieser Ebene wahrscheinlich nicht mehr Level up. Beziehungsweise in diesem Dungeon, weil wir dafür nicht genug AP haben. Aber das ist okay. Dürfen wir dann im nächsten Dungeon auf jeden Fall haben. Oh, Treppe. Hätte ich gerade fast übersehen, um ehrlich zu sein. Das wär's gewesen, ey. Das wär's gewesen. Oh, da unten ist Pokémon. Oh. Heuler! Wow. Hat ja gar kein Damage gehabt. The fuck? Drachenwut! Emolga Level Up. Neue Attacke, nice. Verfolgung. Ja, kann man machen anstatt Doppelteam, ne? Würde ich sagen. Können wir bitte nie wieder Level aufsteigen? Es ist halt so ätzend, ne? Es ist so langsam. Die Dex-Geschwindigkeit, warum ist sie denn so langsam? Warum kann man sie nicht höher stellen? Das ist halt auch richtig dumm. Ja, einmal Drachenwut haben wir noch. Kein Drachenwut leider mehr, Leute. Das heißt, jetzt kommt irgendwie was anderes dran. Also jetzt kann man es halt noch machen, einfach so stumpf eine Attacke nehmen, irgendeine, auf die man Bock hat. Weil, ne? Kann ich mein... Ja gut, ich kann... Okay.
Tampignon besiegt, okay. Tarnpignon, nicht Tampignon. Was? Also jetzt in so einem normalen Dungeon ist ja egal, was für Attacken man einsetzt. Hauptsache, man besiegt die Pokémon. Gut, und es ist jetzt, hoffentlich ist es nicht keine wirkungsmäßig unterwegs oder so. Aber ansonsten ist es ja relativ egal. Bei Bossen und so ist das später wichtiger, schätze ich mal. Oder würde ich halt so sagen. So, ne? Deswegen kann man hier eigentlich ganz gut seine Attacken einfach leveln. Treppe, Treppe. Oh. Yeah. Wir haben wieder unsere Team-Attacke ready. Sinelbeere. Ach Gottchen. Die Dungeons sind hier halt jetzt schon echt verstrickt, ne? So in den ersten beiden Teilen war das ja so, die ersten Dungeons waren so, oh. Waren so relativ kurz und übersichtlich und nicht verstrickt oder so. Und die jetzt sind schon echt sehr mit viel Ecken und Kanten und Abzweigungen und so. Es ist schon ein Unterschied. Nichts Schlechtes, das sage ich nicht. Aber es ist ein Unterschied. So, oh. Go Emolga, go Emolga. Yeah. Kanon, aua. Doppelhieb. Ey, das ging daneben, was? Oh, ich hasse es. Ach, ich kann während der Verwirrung mit meinem Pokémon, mit meinem Teampartner tauschen? Das ging damals nicht, oder? Nee, ich bin der Meinung, das ging damals nicht. Auf keins ging das. Oder bin ich jetzt doof? Sagt nichts, Leute, sagt nichts. Nee, das ging damals nicht. Bin ich der Meinung. Also ich kann mich natürlich jetzt auch irren, aber ich bin der Meinung, das ging nicht. Da bin ich immer nur gegen meinen Teampartner gegengelaufen, so ganz stumpf. In der Ebene angekommen, okay. Wo sich Zebritz aufhält. Mach weg, Gewissheit, kommt. Gewissheit, ein bisschen leveln wieder. Zack, zack, zack. So eine Teamattacke ist halt sehr, sehr praktisch, wenn man... Oh, hallo. Was? Okay. So eine Teamattacke ist wahrscheinlich sehr, sehr praktisch. Hallo, kannst du jetzt mal... Danke. Wenn man gegen einen Boss kämpft, oder? So eine Teamattacke dürfte richtig reinböllern eigentlich. Wenn so ein Monsterraum später kommt? Der Piral sucht nach mir, danke fürs Bescheid sagen. Kein Ding. Haben wir den Dungeon? Wir haben den Dungeon bisher noch nicht einmal fertig gemacht, ne? Wir sind immer rausgegangen. Vielleicht gibt's am Ende des Dungeons ja auch irgendwas Cooles. Deswegen machen wir den Dungeon jetzt nochmal fertig. Kann ja sein, dass da noch irgendwas ist und so eine Belohnung oder so, dass man den Dungeon geschafft hat, keine Ahnung. Wir sind ja bei der ersten Mission hier gleich rausgegangen, als wir das gefunden haben, das Item. Und jetzt hätten wir auch, wären wir jetzt auch wieder rausgegangen einfach. Deswegen, lass mal den Dungeon fertig machen. Ich schätze jetzt auch nicht, dass der übel viele Ebenen hat. Vielleicht ist nach der 7. Ebene sogar schon Schluss. Kannst ja haben. Achso. Aber man kann den Dungeon dann gar nicht mehr weitermachen, wenn man eine Mission macht? Das ist auch eine doofe Änderung, ey. Finde ich. Ja, danke, dass ihr Zebritz gefunden habt. Ja. Hier habt ihr euren Lohn. Der ist ein bisschen hochnäsig, ne? So hätte ich ihn sprechen sollen. Zu meiner Poke 1 Stück Zinkband, 1 Stück Belebersamen, 1 Stück Pilsifbeere. Nice. Am nächsten Morgen. Guten Morgen, Doki. Auch heute geben wir wieder unser Bestes. Ja. Nein, ich möchte noch nicht speichern. So. Ah, okay, neue Sequenz. Cool. Strebulli! Alles klar. Oh, Strebulli. Und die beiden Praktikbike. Entschuldigt, dass etwas gedauert hat. Aber heute feiern Strebulli und Co. ihre große Ladenöffnung. Echt jetzt? Das heißt dann ja... Du sagst es. Ich bin zwar noch nicht wieder ganz der Alte, aber es wird langsam. Auf jeden Fall kann ich jetzt wieder guten Gewissens als Baumeister arbeiten. Der Boss hat gestern... die ganze Nacht geübt und kein Auge zugemacht.
Natürlich hat er dafür gesorgt, dass auch wir kein Auge zukriegen. Er hat doch gesagt, ihr wollt ein Pokémon-Paradies errichten, oder? Da wollt ihr doch bestimmt auch ein paar Einrichtungen bauen. Das übernehmen wir. Echt? Das würde wir für uns machen? Selbstverständlich. Ich bin zwar noch etwas aus der Übung, aber ich lege mich ins Zeug. Und natürlich kümmern wir uns auch um die Erschließung eures Grundstücks. Erschließung? Ja. Ist doch noch alles Brachland hier. Weil der Großteil eures Grundstücks ist ja noch nicht mal begehbar. Das stimmt. Unser Zuhause ist tatsächlich von lauter Brachland umgeben. Überall liegen Felsen und umgefallene Bäume, die den Weg versperren. Unmöglich, da durchzukommen. Schon klar. Auf Brachland kann man nicht einfach so Einrichtungen bauen. Was? So ist es. Aber bei uns ist euer Grundstück in guten Händen. Wir schließen für euch... Was? Wir erschließen für euch? Doch, ja. Und bereiten alles für alle möglichen Einrichtungen vor. Dann könnt ihr darauf bauen, wonach euch der Sinn steht. Okay. Aber eins muss euch klar sein. Ob ihr nun Einrichtungen baut oder Land erschließt. Ihr braucht dafür Geld und Baumaterial. Baumaterial? Du meinst Sachen wie die stabilen Efeu, den du zum Üben wolltest? Genau. Und diesen Baumaterialien spreche ich. Ihr bekommt sie als Lohn für Jobs. Ich erkläre euch kurz den Ablauf für den Bau einer Einrichtung. Oh. Zuerst mal erledigt ihr ein paar Jobs. Dann verschafft ihr euch das nötige Geld und die nötigen Baumaterialien. Danach bittet ihr uns einfach uns, also Strebel & Co. Euer Brachland sollte nicht schließen. Und sobald das Brachland erschlossen ist, könnt ihr Einrichtungen darauf bauen. Für den Bau der Einrichtungen bedarf es dann des gleichen Prozederes. Ihr erledigt ein paar Jobs. Verschafft euch so das nötige Geld und die nötigen Baumaterialien. Woraufhin wir euch dann diverse Einrichtungen bauen können. Okay, das klingt interessant. Das ist im Großen und Ganzen der Ablauf. Los geht's, aber mit der Erschließung. Gebt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Danke, Strepoli. Jetzt sind wir schon viel schlauer. Okay, wir sind unserem Traum vom Paradies einen Schritt näher gekommen. Schließen wir dieses Brachland und bauen wir ein paar Einrichtungen, die uns bei unserer Expedition helfen. Okay. Hinweis: Im Menü X wurde Baumaterial hinzugefügt. Dort steht, welche Baumaterialien für die Erschließung des Grundstückes und für den Bau von Einrichtungen benötigt werden. Okay. Ah, hier, okay. Erschließungen? Eine saftige Wiese, fruchtbare Erde und frische Kräuter. Alter Vater. Also ich... Ich weiß gar nicht, ob ich das so krass in Angriff nehmen will. So für das ganze Paradies aufzubauen, oder muss man das machen? Ist das Spiel hier eher so ein Aufbauspiel und kein Mystery Dungeon? Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Und auch gespannt. Wie sich das ganze Spiel hier noch entwickelt. Momentan ist es halt eher so kaum storymäßig irgendwas am Stissel, habe ich das Gefühl. Leider natürlich. Also. Ja. Also keine heftige Story momentan. So bei den anderen Mystery Dungeon Teilen wurde es ja gleich reingeschmissen und oder wurdest du ja mit der Story von Anfang an so konfrontiert und momentan noch nicht. Wir haben nur die Anfangssequenz mit, wer war das? Shaman? Nein, nicht Shaman. Oh, wie hieß es? Da ist es Pokémon. Somnium, ne? Somnium. Die Anfangssequenz haben wir gesehen und mehr haben wir nicht gesehen. Also ich bin ja gespannt, wann so wirklich die wirkliche Story weitergeht oder losgeht. Hier sind Dummies und Imolga, okay? Hey. Ja, hey, Dorkin, hey. Ich bin Starkler. Auf geht's. Okay. Hätte sein können, dass er noch was anderes sagt. Ja, also, ich weiß noch nicht.
Versammlungskehr, Blitz, Pflücker und Strauchler, okay. Brauche ich aber auch alles nicht nehmen. Ich bin müde, Alter. Holy shit. Items. Ablegen. Nein, nicht Items. Geld ablegen. Genau. Unser ganzes Geld ablegen. Dann würde ich sagen, okay, machen wir eine Erschließung. Und was brauchen wir dafür nochmal? Fruchtbare Erde und frische Kräuter, okay. Gucken wir mal bei den Jobs nach. Fruchtbare Erde, kostbarer Zweig. Da, das hier, den könnten wir machen, Stufenberg. Braucht auch beides einmal, ne? Könnten wir auch machen. Gucken wir mal ganz hinten, weil da die Quests sind, die mehr geben. Fruchtbare Erde und frische Kräuter. In der Kargschlucht schon wieder. In der Kargschlucht waren wir auch schon, das ist das Ding. Ich will mal irgendwas machen, was wir noch nicht hatten. Sieht aber momentan echt schlecht aus, alles in einer Quest zu finden. Außer hier ganz am Anfang halt, ne? Hier, frische Kräuter, fruchtbare Erde. Oh Gott, oh Gott. Gähnen. Machen wir hier, komm. Diese Quest. Sofort aufbrechen, jo. Aber ich finde das, also ich finde das echt doof, dass man nur eine Quest machen kann. So gleichzeitig, obwohl es der gleiche Dungeon ist. Das ist übel doof. Das finde ich echt eine doofe Änderung in dem Spiel. Die Änderung finde ich echt, echt kacke. Muss ich leider zugeben, muss ich leider so sagen. Ist halt so. Ne? Ist halt so. So, wo müssen wir denn rein? War hier oben die Höhle? Hier da oben. Nee. Ach hier, okay, ja. Das ergibt Sinn. Nein, ich möchte weitergehen, komm schon. Ja. Stufenberg Osthöhle. Das ist E2, okay. Was ist da hier oben? Nichts, okay. Ich dachte, ich habe da gerade eben ein Item gesehen. Drachenwut ist Level 2 gekommen, ne? Ja! Schön! Kommt jetzt Gewissheit dran. Einfach jeder Tag erstmal auf Level 2 ziehen. 3 war das Maximum, ne? 3 war, glaube ich, das Maximum. Weiter hoch, weiter hier. Okay. Irgendwo, hallo? Irgendwo mal ein Ausgang? Oder so? Also zumindest mal wieder ein Raum? Haben wir auch lange nicht mehr? Ein Heilsam. Gewissheit ist Level 2 gekommen. Alles klar, kommt jetzt Doppelhieb erstmal dran. Alles klar, schön. Das ist nice. Sehr, sehr geil. Das ist ein riesiger Keck-Leonarden. Das ist ja der komplette Raum, ist ja deine Keck-Leonarden. Null. Aber wir haben halt. Ah! Da sehe ich gerade, wir haben 2 Goldbarren. Okay. Können wir hier also auch theoretisch mit Goldbarren kaufen? Oder... Ah, aber die Goldbarren können wir noch umwandeln irgendwo, ne? Bin ich der Meinung. Wo ist denn hier eigentlich E4? Ich weiß nicht, wo hier E4 ist. Ja, jetzt sind wir gerade E3, okay. Westhöhle? Hier ist E4, okay. Ein Zielebene erreicht, sehr schön. Jetzt müssen wir Quiekel finden. Ich habe Hunger, merke ich gerade. Mein Magen knurrt erst, fuck. Ich wollte Doppelhieb, ne? Scheiße. Ich wollte Doppelhieb leveln. Hallo? Hier ist kein Pokémon. Kein Quiekel. Oh, nein, die Poke will ich haben. Give me dead Poke. Doppelhieb. Yeah. Doppelhieb ist eine schöne Attacke. Ich mag solche Attacken allgemein sehr, sehr gerne. Auch in Normal-Pokémon. Doppelhieb, Doppelkick. Okay, Kratzfurie und Furienschlag und so jetzt nicht.
Aber solche Attacken sind halt... LOL. Sind halt sehr, sehr strong, finde ich. Spiele ich sehr, sehr gerne mit, tatsächlich. Von die Baumersuch-Armee, danke fürs Bescheid sagen. Kein Ding. So, und wir wollen auch verlassen, ja. Wollen wir machen. Dungeon wurde verlassen. Und Job mit Bravour erledigt. Danke, dass ihr Quieke gefunden habt. Hier habt ihr euren Lohn. 100 Boke. 2 Einheiten fruchtbare Erde. 1 Einheit frische Kräuter. 1 Stück Grimmsamen. Und 20 Paradiespunkte. Benötigst Paradiespunkte, um dein Paradies wachsen zu lassen. Wenn du stetig Paradiespunkte sammelst, steigt mit der Zeit dein Paradiesrang. Alles, was du tun musst, ist Jobs erledigen. Aber das sind so wie die Retterteampunkte, so wie damals, ne? Oder Erkunderrangpunkte oder was das waren. Guten Morgen, Nokia. Heute gehen wir wieder unser Bestes. Ja, machen wir. Möchtest du deinen bisherigen Spielstand speichern? Ich denke, ja. Ich denke, das machen wir jetzt mal. Und... Ja, doch. Doch, doch. Machen wir. Wir sollten jetzt erstmal eine Pause machen, jo. Machen wir. Guck mal, wir haben jetzt so ein... Wir haben übrigens 2 Bosse. Ich weiß, das hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt, oder? Hatte ich, glaube ich, schon mal gezeigt. Strebuli war der erste und dann die beiden Gladiantri? Ich glaube, so hießen die, ne? 4 fehlen noch. Mal sehen, wann die kommen. Ich bin halt echt noch gespannt, was das Spiel so bringt. Weil momentan sieht es halt eher so aus, bau dir eine Base. So, kaum Story, nichts Relevantes bisher. Also gar nichts eigentlich. So, die erste Zeit war ja auch nur, yo, so gründest du dein Team. Weißt du, das ging ja alles um das Paradies und um dein Team. Das Spiel hat dich ja darauf hingeführt, dass du das Team gegründet hast und seitdem ist es ja nur Jobs machen eigentlich. So. Und wieder Paradies aufbauen. Bin ich mal gespannt, was da noch kommt mit der Story. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!